Hallo miteinander. Ich bin Eliane und lese heute für die grossen Geschichte. Und zwar eine Novelle von Guy de Maupassant. An dieser Stelle möchte ich am Reclam Verlag herzlich danken, weil sie mir das Recht gegeben haben, dass ich die Geschichte vorlesen darf. Ein Verrückter. Als man mir sagte, Sie wissen doch, dass Jacques Baron geisteskrank in einer Privatklinik gestorben ist, da lief mir ein schmerzhafter Schauer. Ein Schauer der Furcht und Angst den Rücken hinunter. Und ich hatte ihn plötzlich wieder vor Augen, diesen großen, seltsamen Burschen, der vielleicht schon seit langem geisteskrank war, besessen von einer beunruhigenden, ja, erschreckenden Manie. Er war ein Mann von 40 Jahren, groß, mager, ein wenig gebeugt, mit den Augen eines Halluzinierenden, mit schwarzen Augen. So schwarz, dass man die Pupillen der unruhig umherirrenden, kranken und verfolgten Augen nicht erkennen konnte. Welch seltsames, verstörtes Wesen, das Unbehagen mit sich brachte und um sich verbreitete. Ein vages Unbehagen der Seele und des Körpers. Eine dieser unfasslichen Ausstrahlungen, die an etwas Übernatürliches glauben machen. Er besaß eine peinliche Eigenart. Die Manie, seine Hände zu verbergen. Fast niemals ließ er sie an Gegenständen, an Tischen entlanggleiten, wie wir alle es tun. Niemals nahm er umherliegende Dinge mit jener vertrauten Geste zur Hand, die nahezu alle Menschen eigen ist. Niemals ließ er sie unbedeckt, seine langen, knochigen, feinen, ein wenig fiebernden Hände. Er vergrub sie in seinen Taschen unter dem Aufschlag seiner Jacke. Er versteckte sie unter seinen Achseln, indem er die Arme kreuzte. Man hätte meinen können, er habe Angst, dass sie wider seinen Willen irgendeine verbotene Tätigkeit verrichteten, dass sie irgendeine peinliche oder lächerliche Handlung vollzügen, sobald er sie nur frei und Herr über ihre Bewegungen sein ließe. War er gezwungen, sich ihrer für die notwendigen Verrichtungen des Lebens zu bedienen, so tat er dies unvermittelt und ruckartig, mit raschen Stößen des Arms, als ob er ihnen nicht die Zeit zugestehen wollte, selbst zu handeln, sich seinem Willen zu widersetzen, etwas anderes zu tun. Bei Tisch griff er so hastig nach seinem Glas, seiner Gabel oder seinem Messer, dass man niemals die Zeit hatte, vorauszusehen, was er tun wollte, bevor es nicht bereits geschehen war. Eines Tages wurde mir die Enthüllung der seltsamen Krankheit seiner Seele zuteil. Von Zeit zu Zeit verbrachte er einige Tage bei mir auf dem Land. Und an jenem Abend schien er mir sonderbar erregt. Nach einem fürchterlichen, heißen Tag zog am Himmel drückend und schwarz ein Gewitter auf. Kein Lufthauch rührte sich in den Blättern. Wie heißer Ofendampf zog es über die Gesichter. Machte den Atem schwer. Ich fühlte mich nicht wohl, war unruhig und wollte zu Bett gehen. Als er sah, dass ich mich anschickte, hinaufzugehen, griff Jacques Baron verstört nach meinem Arm. »Oh nein, bleib noch ein wenig«, sagte er zu mir. Ich betrachtete ihn überrascht und murmelte, »Dieses Gewitter geht mir auf die Nerven.« Er stöhnte oder vielmehr schrie, »Und mir erst? Oh, ich bitte dich, ich möchte nicht allein bleiben.« Er schien außer sich. Ich sagte, »Was hast du? Verlierst du den Kopf?« »Ja, bisweilen an Abenden wie diesen, an Abenden, die wie elektrisch aufgeladen sind, habe ich Angst vor mir selbst. Verstehst du mich nicht? Ich bin nämlich mit einer Fähigkeit begabt. Nein, einer Macht. Nein, einer Kraft. Nun... Ich kann nicht sagen, was es ist, doch es geht in mir eine so außergewöhnliche, magnetische Tätigkeit vor, dass ich Angst habe, ja, Angst vor mir selbst, wie ich dir soeben gesagt habe.« Er verbarg mit heftigem Schaudern seine zitternden Hände unter dem Aufschlag seiner Jacke. Und ich selbst fühlte, wie ich plötzlich am ganzen Leib zitterte, vor unbestimmter, machtvoller, schrecklicher Angst. Ich wollte gehen, mich retten, ihn nicht mehr sehen.
nicht mehr seine irrenden Augen sehen, die über mich hinglitten, entflohen, um die Decke kreisten, eine dunkle Ecke des Zimmers suchten, um sich dort festzuheften, als wollte er auch seinen furchtbaren Blick verbergen. Ich stammelte: Das hast du mir niemals gesagt. Er entgegnete: Habe ich überhaupt jemandem gesagt? Nun höre, heute Abend kann ich nicht schweigen und es ist mir lieber, du weißt alles. Übrigens kannst du mir helfen. Diamagnetismus, weißt du, was das ist? Nein, niemand weiß es. Man weiß jedoch um seine Existenz. Er ist anerkannt. Die Mediziner selbst praktizieren ihn. Einer der berühmtesten von ihnen. Herr Charcot lehrt ihn öffentlich. Also kein Zweifel, es gibt ihn. Ein Mensch, ein Lebewesen hat die schreckliche und unbegreifliche Macht, aufgrund seiner Willenskraft ein anderes Wesen einzuschläfern und während es schläft, ihm seine Gedanken zu stehlen, wie man einen Geldbeutel stiehlt. Er stiehlt ihm seine Gedanken, das heißt seine Seele, die Seele dieses Asyl unaussprechbarer Ideen, all dessen, was man versteckt, was man liebt, was man vor jedem Menschen verbergen möchte. Er bricht es auf. Entheiligt es, trägt es zur Schau, wirft es vor die Öffentlichkeit. Ist das nicht furchtbar? Verbrecherisch? Schändlich? Warum? Wie geschieht dies? Weiß man es? Doch was weiß man schon? Alles ist Geheimnis. Wir kommunizieren mit den Dingen durch unsere Sinne, die so erbärmlich, lückenhaft, kränklich sind und so schwach, dass sie kaum die Kraft haben, wahrzunehmen, was sie umgibt. Alles ist Geheimnis. Denk an die Musik, diese göttliche Kunst, die die Seele aufwühlt, emporhebt, berauscht, betört. Was ist sie? Ein Nichts. Du verstehst mich nicht? Höre! Zwei Körper stoßen aneinander. Die Luft vibriert. Diese Vibrationen sind mehr oder weniger zahlreich, mehr oder weniger schnell, mehr oder weniger stark, je nach Art des Stoßes. Nun haben wir im Ohr eine kleine Haut, die diese Vibrationen der Luft aufnimmt und in Form eines Tons auf das Gehirn überträgt. Stell dir vor, dass sich ein Glas Wasser in deinem Mund zu Wein verwandelt. Das Trommelfell bewirkt diese unglaubliche Veränderung, dieses überraschende Wunder, Bewegung in Klang zu verwandeln. Genau das ist es. Die Musik, diese schillernde und geheimnisvolle Kunst, exakt wie Algebra und vage wie ein Traum, die Kunst, die aus Mathematik und Windhauch gemacht ist, rührt also nur von der seltsamen Eigenart einer kleinen Haut her. Sie würde nicht existieren, diese Haut, wenn der Ton selbst nicht existierte. Denn er ist in sich nur eine Vibration. Würde man ohne das Ohr Musik wahrnehmen? Nein. Nun gut. Wir sind umgeben von Dingen, die wir niemals vermuten würden. Denn die Organe fehlen uns, die sie uns enthüllen könnten. Der Magnetismus gehört vielleicht zu ihnen. Wir können diese Macht nur erfühlen. Nur zitternd die Nachbarschaft der Geister erproben. Dieses neue Geheimnis der Natur nur ahnen. Denn wir besitzen nicht die Möglichkeit, sie zu vernehmen. Was mich angeht, so bin ich mit einer schrecklichen Kraft begabt. Man könnte meinen, ein anderes Wesen sei in mir verschlossen, das ohne Unterlass entkommen, gegen meinen Willen handeln will, das mich aushöhlt, erschöpft. Was ist das? Ich weiß es nicht. Doch wir sind zwei in meinem armen Körper und er, der andere, ist, wie heute Abend, oft der Stärkere. Ich brauche die Leute nur anzusehen, um sie erstarren zu lassen, als ob ich ihnen Opium gegeben hätte. Ich brauche nur die Hände auszustrecken, um Dinge zu vollbringen. Dinge! Schrecklich! Wenn du wüsstest, ja, wenn du wüsstest, meine Macht erstreckt sich nicht allein auf die Menschen, sondern auch auf die Tiere und selbst auf die Gegenstände. Das quält mich und erschreckt mich. Ich habe oft Lust gehabt, mir die Augen auszukratzen und die Handgelenke zu durchtrennen. Doch
Ich will, dass du alles weißt. Sieh, ich werde dir das demonstrieren. Nicht an menschlichen Kreaturen, wie man es überall tut, sondern an Tieren. Ruf Märta! Mit großen Schritten ging er einher und erweckte den Anschein eines Halluzinierenden. Er zog seine Hände hervor, die er an seine Brust verborgen gehalten hatte. Sie schienen mir so furchtbar, als ob er zwei blanke Degen gezogen hätte. Ich gehorchte ihm mechanisch, seinem Willen unterworfen, zitternd vor Furcht und verzehrt von dem heftigen Wunsch zu sehen. Ich öffnete die Türe und pfiff nach meiner Hündin, die in der Diele schlief. Ich hörte sogleich das eilige Tapsen ihrer Krallen auf den Treppenstufen. Sie erschien freudig und wedelte mit dem Schwanz. Dann bedeutete ich ihr durch ein Zeichen, sich auf einem Sessel niederzulassen. Sie sprang hinauf und Jacques begann sie zu streicheln und sah sie an. Zunächst schien sie unruhig. Sie fröstelte, verrenkte den Kopf, um dem starren Blick des Mannes auszuweichen, schien von einer wachsenden Furcht bewegt. Plötzlich begann sie zu zittern, wie Hunde zittern. Ihr ganzer Körper bebte, von langen Schauern geschüttelt, und sie wollte entfliehen. Doch er legte die Hand auf den Schädel des Tiers, das unter seiner Berührung dieses langgezogene Heulen ausstieß, das man oft nachts auf dem Land hört. Ich selbst fühlte mich so erstarrt, benommen, wie man es ist, wenn man in einen Kahn steigt. Ich sah die Möbel sich neigen, die Mauern sich bewegen. Ich flüsterte: »Genug, Jacques, genug!« Doch er hörte mir nicht mehr zu. Er sah Mirza an, unverwandt, schreckenerregend. Nun schloss sie die Augen und ließ ihren Kopf fallen, wie man es beim Einschlafen tut. Er wandte sich zu mir um. »Es ist getan«, sagte er. »Nun sieh!« Er warf sein Taschentuch zur anderen Zimmerwand und rief: »Hol's!« Die Hündin erhob sich und begab sich wankend und stolpernd, als ob sie blind sei, mit ihren Pfoten ausgreifend wie ein Gelähmter zu dem Tuch, das einen weißen Fleck auf die Mauer malte. Mehrfach versuchte sie, es ins Maul zu nehmen, doch sie biss daneben, als ob sie es nicht sehen könnte. Schließlich fasste sie es und kehrte wie mondsüchtig schwankend zurück. Es war schrecklich anzusehen. Er befahl: »Platz!« Die Hündin legte sich hin. Dann berührte er ihre Stirn und sagte: »Ein Hase! Fass! Fass!« Und das Tier, das immer noch auf der Seite lag, versuchte zu laufen, bewegte sich, wie es träumende Hunde tun, und stieß, ohne das Maul zu öffnen, kleine Belllaute gleich einem Bauchredner aus. Jacques schien den Verstand verloren zu haben. Der Schweiß lief ihm über die Stirn. Er schrie: »Beiß ihn! Beiß deinen Herrn!« Die Hündin tat zwei- oder dreimal einen schrecklichen Ruck. Man hätte schwören können, dass sie sich widersetzte, dass sie mit sich kämpfte. Er wiederholte: »Beiß ihn!« Da erhob sich die Hündin, kam auf mich zu und ich wich bis an die Wand zurück, zitternd vor Furcht mit erhobenem Fuß, um sie zu treten, sie zurückzustoßen. Doch Jacques befahl: »Sofort hierher!« Sie kehrte wieder zu ihm zurück. Nun begann er ihr mit seinen großen Händen den Kopf zu reiben, als ob er sie von unsichtbaren Banden befreien wollte. Mirza öffnete die Augen wieder. »Es ist zu Ende«, sagte er. Ich wagte nicht, sie zu berühren und stieß die Tür auf, damit sie hinausgehen konnte. Sie trottete langsam fort, zitternd, erschöpft, und ich hörte von neuem ihr Tapsen auf den Treppenstufen. Doch Jacques kam wieder auf mich zu. »Das ist nicht alles. Was mich am meisten erschreckt, ist dies. Weißt du? Die Dinge gehorchen mir.« Auf dem Tisch lag eine Art Dolch, dessen ich mich bediente, um meine Bücher aufzuschneiden.
Er streckte seine Hand danach aus. Sie schien sich vorwärts zu schlängeln, langsam sich zu nähern. Und plötzlich sah ich, ja, ich sah, wie der Dolch selbst zitterte, sich bewegte, dann von ganz allein auf dem Holz sanft zu der hingehaltenen Hand, die ihn erwartete, hinglitt und sich in ihre Finger legte. Ich begann vor Angst zu schreien. Ich glaubte, dass ich selbst wahnsinnig würde, doch der schrille Ton meiner Stimme beruhigte mich sogleich. Jacques nahm das Wort. Alle Gegenstände bewegen sich sogleich auf mich zu. Darum verberge ich meine Hände. Was ist das? Magnetismus? Elektrizität? Anziehungskraft? Ich weiß es nicht, doch es ist schrecklich. Und verstehst du, warum es schrecklich ist? Wenn ich allein bin, sobald ich auch nur allein bin, kann ich nicht umhin, alles um mich herum anzuziehen. Ich verbringe ganze Tage damit, Dinge ihren Platz wechseln zu lassen und werde nie müde, diese abscheuliche Kraft zu erproben. Ganz so, als wollte ich prüfen, ob sie mich nicht verlassen hat. Er hatte seine großen Hände in seine Taschen gesteckt und sah in die Nacht hinaus. Ein leises Raunen, ein leises Zittern schien durch die Bäume zu gehen. Es war der Regen, der niederzugehen begann. Ich murmelte, das ist schrecklich. Er wiederholte, das ist furchtbar. Ein Rauschen fuhr in die Blätter wie ein Windstoß. Das war der Gewitterschauer, ein dichter, sturzbachartiger Guss. Jacques begann in großen Zügen, die seine Brust hoben, zu atmen. »Lass mich«, sagte er, »der Regen wird mich beruhigen. Ich möchte jetzt alleine sein.«